Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Heute zeige ich euch meinen Trade in der Starbucks-Aktie. Hier seht ihr meinen Verluststopp, das rote Kästchen und mein Gewinnziel ist hier oben bei der 133,70. Ich kann hier das Vierfache gewinnen als das, was ich verlieren kann. Und diese Strategie hat eine 45-prozentige Trefferquote. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und auch meine Performance-Kurve zu meinem Trading-Portfolio. In dieses Trading-Portfolio habe ich persönlich auch selbst investiert über die Plattform Wikifolio. Dort können Leute wie du und ich in erfolgreiche Strategien, in erfolgreiche Händler investieren. So, dann erkläre ich euch jetzt, was meine Idee hier hinter diesem Trade ist. Und zwar, diese Strategie möchte dem Aufwärtstrend folgen. Das heißt, es ist eine ganz klare Trendstrategie. Ich möchte also erstmal einen vorherrschenden Aufwärtstrend sehen. Das haben wir hier. Wir gehen von links nach rechts oben. Die gleitenden Durchschnitte sind steigend, die grüne über der roten EMA. Und ich möchte jetzt mit dieser Strategie in diesen Trend günstig reinkaufen. Und zwar, wie wir sehen, läuft der Trend hier immer schön, schön nach oben und dann fängt er an, irgendwann zu korrigieren oder beziehungsweise seitwärts zu laufen. Läuft hier unter die 200 EMA, korrigiert hier und das Ziel ist, von dort dann wieder den nächsten Schuss mitzunehmen. Wichtig ist in dieser Strategie, dass sich so eine Art Unterstützungszone sicher bildet. Also ich habe das hier schon eingezeichnet. Hier haben wir einen Punkt, dort ist der Markt gestoppt, hat dann zurückgezogen, ist hier drüber gelaufen, kam dann wieder zurück und hat genau an diesem Punkt oder in der Nähe dieses Punktes wieder reagiert, ist hochgelaufen und jetzt sind wir hier wieder drauf, hatten diesen Punkt kurz gebrochen. Wir haben ja auch noch so einen sogenannten abwärts fallenden Kanal. Auch das ist immer ein schönes Zeichen, wenn der Markt diesen Steigungskanal hier kurz unten rausnimmt, wie wir hier sehen, und dann wieder nach oben zieht. Genau dieses Bild ist hier mustergültig, sehr schön zu sehen. Und ich möchte dann, wenn dieser Markt eben hier an dieser Unterstützung ist, diese Unterstützung respektiert. In dem Fall hat er es getan, weil dieser Kurs speziell hier diese grüne Kerze hier, dort wo der Cursor ist, über diesem Balken hier schließt, den ich hier reingemalt habe. Diese grüne Kerze, genau dort ist auch der Einstieg, schließt über diesem Balken. Das bedeutet, die Unterstützung wird respektiert. Und das ist dann eben gutes Zeichen, dass der Markt auch hier dann nach oben laufen kann. Und zwar zu 45% der Fällen tut der Markt auch das. Und da wir hier da wir hier das Vierfache gewinnen können, sind wir durchschnittlich auch hier mit im Gewinn. So, wenn euch das Video gefällt, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Somit unterstützt ihr hier meinen kostenlosen Content. Das würde mich sehr freuen. Ich zeige euch jetzt noch kurz hier mein Backtesting. Dann seht ihr auch hier, wie so eine Performance-Kurve aussehen kann, wenn man diese Strategie sehr langfristig handelt. Und zwar hier sehen wir jetzt das Backtesting. Hier sind 392 Trades eingetragen. Das ist die Performance-Kurve dazu. Also wir sehen langfristig stetig nach oben, immer wieder auch mal mit längeren Seitwärtsphasen. Also das sind jetzt die letzten 8 Jahre. Das heißt, so eine Seitwärtsphase kann dann wirklich auch mal einen größeren Zeitraum lang laufen, aber insgesamt eben schön stetig hier nach oben. So, das soll es dann hier zu diesem Trade gewesen sein. Wenn ihr keinen weiteren Trade verpassen wollt, ich werde jeden meiner Trades hier direkt vorstellen. So könnt ihr eben auch sehen, wie sich hier diese Trades dann im Nachhinein entwickeln und immer wieder hier Einblicke in meine Strategie bekommen. Dann abonniert meinen Channel, drückt die Glocke, so werdet ihr kein weiteres Video mehr verpassen und dann sage ich bis zum nächsten Video.